Hi, schön, dass ihr auf unserem YouTube-Kanal seid. Heute ist das Thema, worum geht es denn eigentlich bei School of Rock? Was zur Hölle ist denn School of Rock? Das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Wir bringen Bands bei, wie sie sich selber aufnehmen und wir versorgen sie mit dem nötigen Equipment, damit diese Aufnahmen auch richtig gut werden. Wie sieht das Ganze dann konkret aus? Ihr seid eine Band oder ihr seid ein Künstler und ihr wollt Aufnahmen machen. Dann schreibt ihr uns einfach eine E-Mail oder wendet euch über die Homepage direkt an uns. Wir setzen uns dann mit euch zusammen und besprechen, wie ist die beste Methode, um eure Songs aufzunehmen. Und der Witz bei der ganzen Sache, wir schauen, dass ihr möglichst viel von diesen Aufnahmen selbst machen könnt. Auf die Art und Weise wird das Ganze so günstig, wie es irgendwie geht. Das heißt, wir leihen euch das Equipment, das ihr braucht, um eure Aufnahmen zu machen. Wir stellen das Equipment mit euch zusammen richtig ein. Wir machen mit euch zusammen einen Soundcheck und schauen, dass alle Sounds wirklich passen. Und dann übernehmt ihr den Großteil der Aufnahmen selbst. Alles, was für euch an Kosten zusammenkommt, ist am Ende Mixdown und Master. Warum wir das so machen? Wir wollen gerne tolle Produktionen machen, aber uns ist klar, dass Geld eigentlich immer knapp ist. Natürlich wären wir selbst am liebsten bei jedem Schritt der Produktion dabei und würden gerne auch überall unseren Senf dazugeben. Aber wenn das Budget begrenzt ist, ist es uns am liebsten, wenn ihr uns nur für das bezahlt, wo ihr uns auch wirklich braucht. Das heißt, wenn ihr als Band eure Aufnahme selbst übernehmt, habt ihr alle Zeit der Welt. Ihr könnt so lange an euren Songs feilen, bis sie wirklich perfekt sind. Und wir wiederum bekommen richtig gut ausgearbeitete Songs, richtig gutes Material, das wir dann mischen und mastern können. Wie läuft denn dann so eine Produktion ab? Klar, es beginnt damit, dass ihr euch bei uns meldet und wir sprechen mit euch drüber, wie diese Produktion aussehen soll. Das ist natürlich abhängig von eurem Sound. Welche Besetzung habt ihr? Welche Instrumente habt ihr? Spielt ihr auf Klick? Spielt ihr am besten alle zusammen? Oder wollt ihr overdubben? Habt ihr eventuell schon selbst Recording-Equipment? Wart ihr vorher schon mal in einem Studio und habt schon Recording-Erfahrung gesammelt? Oder ist es eure allererste Aufnahme? Wenn wir das alles geklärt haben, dann planen wir die Aufnahmen mit euch. Das Ziel der Sache ist, dass ihr den Großteil der Aufnahmen selbst durchführen könnt. Wir haben bei uns auf der Homepage zwei Kurse. Da vermitteln wir euch alle Basics, die ihr dafür braucht. Es gibt einen Kurs, da geht es hauptsächlich um das Thema, wie mache ich eine Aufnahme bei mir im Proberaum oder bei mir sogar zu Hause im Wohnzimmer. Der Kurs ist circa 3 Stunden lang, den hat man also wirklich schnell durchgearbeitet. Dann haben wir einen zweiten Kurs, da geht es um die Frage, wenn ich jetzt in einem Studio bin, wie macht man hier jetzt Aufnahmen? Der Kurs wiederum dauert ungefähr 4,5 bis 5 Stunden, ist also auch sehr schnell durchgearbeitet. Im Idealfall solltet ihr beide Kurse für eure Aufnahme schon belegt haben. Keine Angst, die Kurse könnt ihr so oft anschauen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt sie so oft wiederholen, wie ihr wollt. Und natürlich könnt ihr euren Account mit der gesamten Band teilen, damit nicht nur einer weiß, wie die Aufnahmen nachher funktionieren. In den Kursen vermitteln wir euch dann alles Wissen, das ihr braucht, um euch selbst nachher aufnehmen zu können. Wie die konkreten Aufnahmen der einzelnen Instrumente aussehen, das ist dann am Ende eine Frage des Budgets. Welche Varianten es dann für die einzelnen Instrumente gibt, dafür haben wir extra Videos gemacht, die ihr euch hier im Kanal anschauen könnt. Egal für welche der Varianten ihr euch nachher entscheidet, es sieht immer so aus, dass wir am Anfang den Soundcheck mit euch machen. Wir schauen, dass eure Instrumente ideal zum Song und zu dem Stil von eurer Band passen. Und wir stellen das Equipment genau passend zu euren Songs und eurem Stil zusammen. Die eigentlichen Aufnahmen macht ihr dann komplett ohne uns. So könnt ihr euch teure Studiozeit sparen und könnt so lange an euren Songs schrauben, bis sie wirklich perfekt sind. Natürlich könnt ihr euch jederzeit mit Fragen an uns richten. Wir übernehmen dann nur den Teil, der wirklich jahrelange Erfahrung braucht. Nämlich das Mischen und das Mastern der Songs. Das ist im Großen und Ganzen das Konzept von School of Rock. Wie die Details dann aussehen, welche Varianten es für jedes Instrument gibt, das könnt ihr in weiteren Videos dann anschauen. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt Interesse geweckt haben, also schaut euch um.